Also ich weiß nicht, erhöhe ich jetzt mein Leben oder mein Sword Arc? Vielleicht kann ich auch beides erhöhen. Das wäre natürlich auch gut. Die Frage ist, wo waren die Händler, die entsprechenden? Da muss ich mal gerade gucken gehen. Ich glaube, der eine, wenn ich hier rumgehe, war der da hinten irgendwo, ne? Da musste ich da irgendwo runter? Da hinten ist nochmal ein Kombo-Händler. Oh, ich glaube, das Level ist noch lange nicht vorbei. Hehe, na toll. Da hinten ist der Offense, da ist der Combo. Aber Combo will ich gerade nicht, sondern ich möchte gerne leben. Das wird also hier sein. Ja, genau, da ist er. Da ist doch mein Händler. Da ist er ja. Leben bitte erhöhen. Mana Pool brauche ich im Moment. Wie viel Geld habe ich jetzt noch? 6. Das hat sich also genau ausgezahlt hier. Da oben nochmal hingegangen zu sein. Sehr gut. Jetzt muss ich... Wo ist denn da hinten? Ist das goldene Tor. Da müssen wir jetzt hin. Und ich glaube, dann geht es da hinten links rum. Wir haben unsere 2 Leben wieder, die ich eben relativ unschön verbraten habe. Oh, ganz viele Käfer. Das könnte ein schöner Kombo-Dings werden hier. Hehehe, sterbt! Sterbt einfach alle! Ah! Geht einfach alle drauf. Ah. Das ist cool, mit der Kombo hier so durchzuschneiden. Sehr geil. Wir haben eine Schüssel gekriegt, damit kann ich hier oben rein. Weiß noch nicht genau, was das bringt da. Da ist die Rune drin. Oder eine Rune. Ach so, ich muss alle Runen aktivieren, scheint mir. Na gut, das sollte ja kein großes Problem sein eigentlich. Würde ich mal so fast sagen oder behaupten. Aua. Okay, die Fledermäuse machen eine Menge Schaden, die komischen roten Viecher hier. Da ist noch... Oh shit, Bombe, Bombe, verdammt. Die Bombe hat mich gekillt. Das ist eine Orange. Und da ist eine von den Runen. Da sitzt allerdings so ein Käfer drauf. Da ist ein Schlüssel. Mit dem komme ich zu dem Käfer. Sehr gut. Oh, da vorne ist noch eine Rune, aber sie ist sehr schwer bewacht. Machen wir mal das. Dann holen wir uns erstmal die Rune da hinten mit dem Käfer drauf. Zack. Ja, den kriege ich immer noch nicht ganz tot. Also ohne einmal kurz auszuweichen. Ich muss sagen, der Schaden hat schon eine Menge gebracht. Also die Schadenserhöhung, was ist das denn da? Warum ist da so ein komischer Hubbel auf dem Boden? Oh, ich glaube, das ist, da kommen Käfer raus. Kann das so sein? Oh, oh. Aua. Der Käfer hat mich gehauen. Yep, das war ein Käferhaufen. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Das kriegen wir schon hin. Unten sind noch Fledermäuse. Da oben sind auch noch Fledermäuse. Machen wir erstmal die alle weg hier. So, gibt sogar noch eine Combo. Aha, und damit ein bisschen Leben und Geschwindigkeit. Cool, cool, cool. Ich nehme an, wenn ich die Runen alle habe, muss ich da irgendwie drauf stiefeln oder so. Ich denke mal. Combo! Mehr Combo! Und hier fehlt mir wieder ein Schlüssel. Und da hockt wieder ein Käfer auf dem Schalter. Da hockt da keiner drauf. Aber... So. Zack, eine noch. Dafür brauchen wir noch einen Schlüssel. Und da vorne ist der Schlüssel. Ha! Cool. Ich weiß gar nicht, ob das hier das Ziel ist, dass ich diese Runen überhaupt aktivieren soll. Ach, guck mal, da vorne gibt es noch... Ich glaube, das ist mehr so ein Bonus nochmal. Sehr gut. Ich weiß nicht, warum die Viecher da gerade alle reingefahren sind, aber sie sind da alle reingefahren in die Stacheln. Na, von mir aus. So. Wie komme ich da jetzt möglichst gut drüber? Verdammt. Moment, ich glaube, ich aktiviere erstmal die Runen und hoffe, dass das vielleicht nur ein Bonus ist oder so durch die Runen und nicht der Weg, wo ich tatsächlich weiter muss, weil sonst verpasse ich natürlich eine Menge. Aber shit, 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 diese blöden Bomben, ne? Sequence completed. Oh, ah, Truhen. Tatsächlich ist es nur ein Bonus, den ich hier bekomme. Wie viel Geld haben wir? Es geht. Jetzt macht man hier eine Menge Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt war. Da hinten war der Offense. Mensch. Moment, hier unten war noch irgendwo eine Orange, die ich mir vielleicht mal gerade besorgen könnte. Dann überlebe ich vielleicht einen
einen Fehltritt auf den Stacheln. Oh Gott, ich will da nicht rüber. Okay, also die gehen auf, dann gehen die an. Ne, dann geht es komplett zu, dann gehen die auf. Dann geht. Okay. Autsch! Crap. Okay. Das war doof, was ich gemacht habe. Sehr, sehr doof. Das war auch, glaube ich, genau das, was die Entwickler wollten, als sie das gemacht haben. Dass man nämlich genau diesen Weg falsch nimmt. Da vorne ist nochmal, der Offense. Hole ich mir da vielleicht? Ich könnte mir den Arc noch erhöhen. Ich glaube, das mache ich mal gerade. Genau, Sword Arc. Gib mir das bitte. Jetzt habe ich einen weiteren. Also jetzt kann ich weiter schlagen. Das ist ganz schön. Oh, hier liegt noch eine Münze rum. Cool, cool. Tja, die Stacheln sind böse. Die töten natürlich auch mit einem Schlag, ne? Okay, also das geht runter. Dann gehen die auf. Das ist nicht mehr dieselbe Sequenz wie eben. Das geht auf. Dann geht es zu. Dann geht das auf. Das geht auf. Dann geht das auf. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt ganz vorsichtig. Ein Schritt. Immer nur einen Schritt. So. Dann kommen wir auf jeden Fall da durch. Es ist zwar ein bisschen langweilig und so, aber hey, immerhin funktioniert's. Und wir sterben so nicht. So. Alles tot. Und ein Schalter und eine sehr, sehr große Brücke. So, gucken wir nochmal. Also, das geht auf. Dann geht das da als nächstes auf. So. Ich bin... Hallo, das... Och, das ist doch blöd. Ich bin noch gar nicht so weit gelaufen. Beziehungsweise so weit wollte ich gar nicht laufen. Verdammt. Was, Nüssel? Warum machst du sowas? Jetzt haben wir wieder kein Leben mehr. Jetzt wird das wieder ein bisschen interessanter hier. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich hoffe, dahinter kommt so ein... Na, okay. Dahinter kommt so ein Speicherding. Da habe ich nicht viel von. Ich habe nämlich im Moment kein Leben mehr. Crap. Okay, wir wollen da langsam rüber. Das heißt, wir gehen jetzt hier in der Mitte rüber. Warte. 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 Und weg. Puh, okay. Ein Leben hätte ich ganz gerne eigentlich. Das wäre total super von euch. Nein, es ist nicht tot. Kriege ich da unten vielleicht fix ein Leben oder so? Nö, sieht nicht so aus. Schade. Tot. Nein. Stirb. Danke. Okay, immer entweder direkt drauf zu und töten oder einmal abwarten, bis die geschossen haben und dann töten. Das hat ja auch nicht funktioniert, verdammt. Okay, ich brauche Leben. Da vorne ist ein Schalter. Ah, Geld. Cool. Wahnsinn, ich hätte gerne irgendwas anderes lieber gehabt. Die Frage ist, wo geht's weiter? Ich glaube, da unten könnte eher Bonuskram sein. Oder? Na, Leben, das ist schon mal gut. So, wir sprinten da mal gerade durch. Hier geht's. Davon ist ein Speicherpunkt, das ist schön, aber... Bin ich sicher, wie wichtig das ist. Ach, hier ist quasi der Kram, wo wir lang gekommen wären, wenn wir da oben lang gegangen wären. Oh, es hat Leben gedroppt. Cool. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Da hinten ist wieder so ein komisches Bodenviech, ein Lurker oder wie man die nennen möchte. Okay, also mir scheint, man kann sich die Brücke theoretisch komplett sparen, wenn man das gerne möchte. Was ist da hinten? Da hinten ist ein Tombstone. Was tut der? Und wie komme ich da hin? Gibt's Leben gleich wieder? Wegen Combo und so. So ist hier vielleicht, das sieht doch aus. Ah, tatsächlich ein Geheimgang. Cool, cool. Jetzt muss ich nur noch das Ding überhaupt aufkriegen. Ist da hinten? Da hinten sitzt nochmal. Aha. Ich glaube, ich erkenne die jetzt. Hier sind nämlich so Risse in der Wand. Zack, und dann geht das auf. Ha.
Haha. Ich weiß noch nicht genau, was mir dieser komische... Ach, das ist ein A, ne? Oh, schieß einmal bitte. Das ist... Ich wollte gerade sagen, das ist ein... Also, es sah aus wie ein Grabstein, aber das ist kein Grabstein. Das ist ein Blödsinn, Grabstein. Also, denk doch mal nach. Du hast doch eben schon den Letter... Den Letter sagt er sogar auch schon. Eieiei, Snizzle, Snizzle, ne? Weil die gehen ja immer Sachen vor. Den Buchstaben H habe ich gefunden. Das ist jetzt der Buchstabe A. Und dann wird das tatsächlich irgendwann zu... Hammer... Watch. Ja, und da hinten ist ein Pool. Ah! Was tut das hier? There are more to go. Und jetzt? Was ist das jetzt? Da ist so ein Ding. Das sind vielleicht die Teile, die ich tatsächlich komplett aktivieren muss, um das Level zu schaffen oder so. Könnte natürlich sein. Erstmal gibt es da gleich ein A und dann gibt es da noch so Loot. Und ich hoffe, dass da vielleicht ein Leben wieder dabei ist, sonst habe ich ein wenig gelitten unter Umständen. Nein, es ist natürlich kein Leben dabei. Oh crap, ein Leben wäre jetzt schön. Wenigstens diese komischen Käfer ja nicht so schlimm hier, die machen ja nicht viel. Können ja nicht viel, wobei das jetzt gerade einige werden, oh Gott. Oder mehr raus gleich. Vor allem kommen jetzt noch die fiesen. Shit, 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 shit. Ah. Puh, okay. Das geht. Das geht noch. Ah. So. Da vorne ist ein goldener Schlüssel. Da war vorhin auch ein goldenes Tor. Sehr gut. Haben wir den auch schon mal? Das brauche ich nicht. Oh, ich habe volles Leben. Wie habe ich das denn hingekriegt? Hatte ich nicht eben noch relativ wenig? Das muss die Kombo-Dings gewesen sein. Das hat ja auch wunderschön funktioniert gerade. Bei den Käfern geht das immer sehr gut. Und bei Fledermäusen oder so. Ah, ich weiß gar nicht, ob die Charakter alle das... denselben Kombo-Dings haben. Bin ich gerade gar nicht hundertprozentig sicher, dass da will ich noch nicht haben. Oh, da hinten, lieber Entwickler, da hinten ist ein Bug. Da ist das Level zu Ende scheinbar, aber der Dungeon wird nicht mehr so richtig angezeichnet, deswegen ist das schwarz. Ist vielleicht nicht so schick. Okay, da hinten goldene Tür. Gehe ich da mal erstmal durch. Was? Da unten ist zwar auch noch was, aber wir gucken erstmal hier oben. Zack, Kombo, Lebenspunkte und so. Yay. Und da ist nochmal so eine Kombo-Tante und da geht es noch runter. Wo ich nicht genau weiß, wo es da ist. Combo Healing 2 bringt mir nicht so richtig viel. Dann würde ich sagen, ich gehe tatsächlich erstmal da hier runter, bevor ich da über die Treppe gehe. Und wir machen vielleicht auch diese Brücke, würde ich fast auch noch machen. Wir haben jetzt gerade relativ viel Leben übrig. Das heißt, das geht schon. Das ist nicht so wild, wenn ich hier ein bisschen was verliere. Und hier gibt es überall noch ein bisschen Geld und so. Das ist vielleicht dann nicht schlecht. Weil ich halt ein bisschen Leben, meine Güte, kann man, denke ich, gerade verkraften. Wenn ich natürlich am Ende mit einem Leben oder so verrecke, dann wäre das sehr schlecht. Oh, shit. Wegen einem Leben, wollte ich übrigens sagen, nicht mit einem Leben. So. Haben die Brücke auch aufgeräumt. Wir sind großer Held, wir räumen die Brücken frei und so. Okay, hier sind ein paar hässliche Fledermäuse. Ach ja, das Viech, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ha! Also wenn das alleine ist, kann das ja gar nichts, ne? Da ist schon wieder der Dungeon zu Ende. Aber wenn da natürlich noch andere Viecher, vor allem die Larven. Die Larven sind richtig fies. Wahrscheinlich sind die nicht so schlimm mit anderen Charakteren, aber mit dem Paladin sind die echt nicht schön. Weil man halt ran muss, das ist schlecht. Da kann dann immer schon mal ganz böse was passieren, wenn man Pech hat. Da hinten ist der Speicherpunkt. Und ich habe gerade... Was habe ich denn gerade gefunden? Ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt einen Speicherpunkt hier hinten. Das ist schon mal ganz schön. Sonst war hier irgendwie scheinbar nix. Keine Geheimräume oder so. Ich gucke ja gerne gerade rum noch. Aber sieht nicht so aus. Okay, dann müssen wir jetzt... Wo müssen wir denn dann da hin? Da oben war das, ne? Joa. Da ist die Kombofrau. Und bei der Kombofrau geht es dann auch noch weiter. Wie viel Geld haben wir? Ach, Nova. Timer von 0,5 auf 0,75. Ich weiß nicht, wie viel das hilft, aber
Ja, komm, ich kaufe das mal und hoffe, dass das gut ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nicht schlecht ist halt, weil ne, mehr Kombos und so. Die Frage ist, bei welchen Gegnern ich halt die Kombos dann immer schon so zusammenkriege. Das ist ja dann die große Frage. Wo sind wir denn jetzt? Gott, das wird ja immer größer. Ja, da habe ich zum Beispiel gerade schon Teile meiner Kombo aufgebaut gehabt. Das ist nicht schlecht. Oh, shit. Und das ist da... Oh, Gott. Das ist dahinter. Verdammt. Ist das da eine Bronzetür oder ist das eine andere Tür? Zack. Uah, das war blöd. Das war richtig blöd. Verdammt. Auch schon wieder Leben. Weil ich natürlich nicht ordentlich aufgepasst habe. Ist das da eine Bronzetür? Komme ich mit diesem Schlüssel hier durch? Nein, das ist eine goldene Tür. Dann komme ich da nicht durch. Da sind wieder ganz viele Käfer. Ich würde ja gerne dieses Ding da töten, ne? Aber ich weiß nicht, wie ich da dran komme. Ganz viele komische Larven, das ist nicht so schlimm. Die können nix. Zumindest einzeln nicht. In großen Gruppen sind die sehr unschön. Muss ich ein bisschen aufpassen, genau deswegen. Verdammt. Damit muss ich echt aufpassen mit diesem komischen Viech da unten. Das kann mir ganz schön zusetzen. Jetzt brauche ich dringend Leben. Da oben ist ein Schalter. Drücken wir den mal und hoffen, dass da was Spikes deaktiviert. Das klingt erstmal ganz gut. Weiß nicht gerade nicht welche, aber irgendwelche scheinbar. Irgendwelche Spikes wurden auf jeden Fall deaktiviert. Und jetzt fehlt mir wieder Leben. Shit. Leben, Leben. Da oben ist noch ein Bronzeschlüssel. Und hier sind wieder Käfer. Käfer, da kann ich vielleicht wieder schön Dingens aufbauen. Kombo und dann kriege ich Leben wieder. Vielleicht klappt es ja. Na, da sind natürlich große Käfer dabei, sind dann nicht unbedingt. Shit. Wobei, jetzt gerade geht es. Na gut, ein bisschen wenigstens. Ein bisschen hat es funktioniert. Tja. Tja, da hinten gibt es ganz viel komischen Loot. Oh Mann, nein. Ich brauche doch nur ein bisschen entweder Lebensenergie oder tatsächlich ein Leben. Das wäre gut. Oder hinten gibt es Lebensenergie, immerhin. Und da ist ein silberner Schlüssel. Das ist auch nicht schlecht. Den nehme ich doch auch ganz gerne mit eigentlich. Ah! Oh shit. Oh shit. Leben. Aber ganz flott. Aua. Gut, überhaupt nicht gut. Leben, Leben, Leben! Snizzle, lebe! Shit, shit, da ist schon wieder so ein Ding. Oh, shit. Schlecht, 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 schlecht. Bei den ganzen Käfern und vor allem auch den Käferspawnern ist das sehr schlecht. Wie mache ich das denn jetzt am cleversten? Verdammt. Das kriege ich doch nie hin. Oh Gott. Ja, genau. Kommt ihr mal mit. Ach, das ist gut. Das gibt gleich auch wieder ein bisschen Leben wieder hier. Ah. Shit. Und es werden immer mehr Käfer. Ach, er ist tot. Sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verdammt. Da habe ich jetzt ein bisschen schnell gedrückt. Ja, okay. Das war vielleicht nicht so schön, dass ich da jetzt irgendwie schon im Drücken drin war. Es ist vielleicht aber auch nicht so clever, meine Angriffstaste genau auf die Taste zu legen, die auch mein Menü irgendwie beeinflusst. Und naja, das Umzingeln war vielleicht auch nicht so schön. Naja, ich hoffe erstmal, ihr habt einen ganz guten Eindruck davon gekriegt und euch hat das auch gefallen, das mal zu sehen. Das ist grundsätzlich eine Sache, die ich sehr gerne öfters machen würde, sprich irgendwelche Spiele, zum Beispiel bei Greenlight. Es gibt natürlich auch noch andere Spiele von
anderen Websites oder so, also grundsätzlich Indie-Spiele zum Beispiel, euch ein bisschen zu zeigen und ein bisschen vorzustellen, damit die vielleicht ein bisschen bekannter werden oder so. Gut, ich mein Channel ist jetzt nicht unbedingt groß genug, dass sich das da wirklich ergibt, aber ich denke, das ist so ganz schön, mal Spiele zu sehen, die vielleicht nicht von allen anderen gespielt werden und die vielleicht auch nicht jeder kennt. Ja, das war dann erstmal der erste kleine Eindruck von Hammerwatch oder Hammerwatch, wie auch immer. Die Beta-Version, sprich eine kleine Demo. Ich glaube, im zweiten Quartal diesen Jahres soll das Spiel dann irgendwann noch rauskommen. Sprich, so lange kann das eigentlich nicht mehr auf sich warten lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.